würden Sie beide sich bitte kurz vorstellen? Wie heißen Sie und welche Funktion haben Sie hier im Café? Ich heiße Hüseyin Yesil, arbeite seit einem halben Jahr hier im Café Samokafest angestellt und arbeite eigentlich hier als Mensch mit Handicap ganz normal hier im Kaffeealltag mit und arbeite in verschiedenen Bereichen hier im Café. Okay, und Sie? Mein Name ist Stefan Hadder, ich bin Heilerziehungspfleger und die Kaffeehausleitung. Okay, wo befinden wir uns hier? Wie heißt dieses Café und wer organisiert es? Also wir befinden uns erstmal im Café Samoka in der Rudolf-Breischer Straße 4 und das Ganze wird hier organisiert von der Lebenshilfe Fürth, von den Dambacher Werkstätten und hier wird es von Herr Harrer, unserem Kaffeeleiter, alles geleitet. Und was ist hier außergewöhnlich und warum ist das Café so außergewöhnlich? Also hier arbeiten Menschen mit Handicap, also wir sind ein Inklusionscafé und hier arbeiten Menschen halt, die halt auf den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt keine Chance haben. Okay, und an wen richtet sich das Angebot? An alle, die halt Spaß und Laune haben rauszugehen, also an alle Menschen mit Familien, wir haben ja auch eine Kinderspielecke hier, also alle, die Lust und gerne haben, können uns besuchen. Wir sind offen für alle ältere Generationen, für Jugendliche, alles Mögliche. Okay, was ist in Ihrem Angebot fair, ökologisch bzw. nachhaltig? Und bitte erklären Sie das jeweils einzeln. Okay, also wir haben generell ja verschiedene Lebensmittel, haben auch ein Werkstattregal, in dem wir Produkte, die in der Werkstatt produziert werden, vertreiben. Generell sind alle unsere Kaffeesorten bio und fair. Unsere Tees sind alle bio-organic und die Weine von der Lebenshilfe werden die produziert, sind auch fair. Unsere Verpackungsmaterialien sind alle nachhaltig produziert. Okay, wie kann man Ihr Angebot nutzen? Also unser Angebot kann man so nutzen, also wir kriegen, Also alle Produkte, die halt bei uns hier stattfinden, wir werden von der Weinmühle, also unser Kuchen wird täglich frisch von uns von der Weinmühle-Bäckerei in Burgfarnbach geliefert. Und unsere Produkte kommen halt aus hier in den ländlichen Gegenden, also Kaffeerösterei von Fürth oder auch unsere Küffner-Bäckerei, also Küffner-Bäcker, der in Nürnberg hat unsere veganen Nussecken und also die Nussecken, die halt in der Theke sind, werden von Küffner geliefert, also einmal in der Woche oder nach Bedarf, wenn wir keine mehr haben. Und halt von Görritz oder Edeka auch. Okay. Was ist Ihr beliebtestes Angebot? Unser beliebtes Angebot sind unser Bagels, also Bagel des Monats, unser Quiche selbstgemachte und unsere verschiedene Flammkuchenangebote. Und im Kaffeesektor natürlich, im Getränkesektor natürlich der Kaffee. Ja, genau. Okay. Warum sollte man unbedingt zu Ihnen kommen? Ja, weil wir ein Inklusionscafé sind. Also hier arbeiten halt Menschen, die halt was Besonderes sind hier, die halt wirklich sich freuen, wenn hier auch Gäste kommen und die halt hier sich auch zeigen können. Hier sind wir, dass wir auch uns nicht verstecken. Also wir sind offen für alles. Wir haben eine Behinderung und wir freuen uns alle Menschen, die hier sind, herzlich willkommen und freuen uns auch, wenn die hierher kommen, uns kennenlernen und einfach sehen, okay, hier arbeiten Menschen mit Geist, mit Handicap und dass sie auch hier also offen ihre Arbeit zeigen. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für eure Zeit. Und ja, danke. Wir bedanken uns für das freundliche Interview und unterstützen das Projekt jederzeit gerne wieder.